Hi Leute, heute gibt es wieder ein DIY und zwar ein Upcycling. Ihr wisst gar nicht, was man aus einer alten Jeanshose alles so zaubern kann. Wir machen heute eine Weste. Ich wünsche euch viel Spaß. Und auch heute verlose ich das wieder. Das heißt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil da werde ich dann verraten, wie ihr das gewinnen könnt. Um das Ganze mal zu erproben, ja, damit auch hier alles glatt läuft, habe ich mir schon mal eine Weste gemacht. Ich finde sie ziemlich cool und wollte euch natürlich gern zeigen, wie das geht. Also was ihr braucht, ist eine alte Jeanshose und erstmal eine Schere. Legt euch die Jeanshose einmal vor euch hin, sodass ihr gut damit arbeiten könnt. Wir müssen die nämlich jetzt schneiden. Und zwar schneiden wir einmal diese Innennaht auf. Und einmal außen entlang. Vorne haben wir jetzt alles verwertet, was wir brauchen, bleibt nur noch hinten und da brauchen wir die Gesäßtaschen, die kommen dann nämlich später vorne an unsere Weste ran und zwar schneiden wir die so aus. So, die Gesäßtaschen haben wir jetzt auf eine Größe geschnitten, die werden jetzt rangepinnt und dafür müssen wir das Ganze einmal umlegen. So, das heißt die Innenseite nach außen und dann legt ihr euch das einmal so um, dann seht ihr schon, dass hier sich ein Kragen ergibt, so. Jetzt stehe ich mal eben auf, damit ihr es besser sehen könnt. Die Taschen nehmt ihr euch jetzt und es ist ganz okay, wenn die hier rechts und links abstehen. Ich finde die Höhe eigentlich ganz gut. So, dieses Überschüssige hier unten, das könnt ihr einfach abschneiden. So, damit das alles ein bisschen schöner und ordentlicher aussieht, werden wir hier die abstehenden Enden auch einmal umklappen und das Ganze kleben. Jetzt müssen wir uns nur noch um den Kragen kümmern. Die Weste ist eigentlich schon fast fertig, also ich finde, sie sieht jetzt schon voll cool aus. Dafür legt ihr euch das Ganze nochmal um, auf links wieder und dreht es ein. So dass ihr die Taschen wieder vorne habt. Und jetzt könnt ihr nämlich bestimmen, wie ihr den Kragen haben möchtet. Ich werde eigentlich, glaube ich, den Kragen ab hier, ab der Tasche beginnen. Finde ich ganz schön. Und pinnt ihr euch das Ganze nochmal zusammen, damit es auch nicht verrutscht. Um sehen zu können, was an Überschüssigem weggeschnitten wird, damit wir nicht zu viel wegschneiden, legt euch die Weste einfach nochmal vor euch hin. Und zwar so, dass ihr die Stecknadeln auch noch sehen könnt. Weggeschnitten wird quasi dieses Stück hier, alles was übersteht, aber auch nur bis zu diesem Schnitt. Also dieses Teil brauchen wir, weil das kommt ja im Endeffekt an unseren Hals ran und hält das Ganze. Und damit wir den Schnitt auch sauber setzen können, legt ihr euch das Ganze einmal um, so, und schneidet hier entlang. Ihr könnt jetzt natürlich komplett den Kragen ankleben. Lasse ich jetzt aber, glaube ich, habe ich bei der jetzt, die ich trage, auch nicht gemacht, sondern nur oberhalb. Das heißt, hier hinten habe ich ja noch ein bisschen Spielraum. Klappe ich das einfach um und klebe das an. So, ein Schritt nur noch und dafür ziehe ich mir jetzt nochmal meine Weste an. Und die sieht auch schon nach was aus, muss ich sagen. Wir müssen das Rückenteil noch fertig machen und dafür ist es wichtig, das am Körper auch wieder auszumessen, damit ihr auch die Länge Stoff bekommt, die ihr braucht. Dafür nehmt ihr euch nochmal ein Stück vom Hosenbein, ja, so, und legt es einfach mal ran. Da könnt ihr jetzt die Höhe bestimmen, ja, wie hoch das Ganze sitzen soll. Ich finde es unterm Schulterblatt angefangen eigentlich ganz schön. Und dann setzt ihr euch einfach wieder Stecknadeln dran. Wenn das Ganze jetzt so aussieht, habt ihr alles richtig gemacht. Das heißt, ihr könnt kleben, habe ich ja schon gesagt. Ihr könnt natürlich auch nähen, aber das Kleben geht einfach schneller und es hält auch. Und drüber nähen könnt ihr auch immer noch. So, meine Lieben, das war es DIY und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde, die ist ziemlich cool geworden. Hoffe, die gefällt euch auch und ihr wollt sie gewinnen. Wie
könnt ihr die gewinnen. Ihr lasst mir in den Kommentaren einfach da Hashtag DIY, also diesen Hashtag auf jeden Fall. Und dann nochmal in ein, zwei Sätzen oder schreibt mir einen ganzen Brief, egal, warum ihr unbedingt die Weste gewinnen müsst. Und ja, ich bin gespannt, wer gewinnt. Drückt euch die Daumen ganz feste und ihr könnt die natürlich dann später, wenn ihr sie in Händen habt, noch aufpimpen. Oder ihr habt eine Jeansjacke zu Hause und wollt sie aufpimpen, dann klickt da einfach mal in die Infokarte. Da habe ich auch ein cooles DIY für euch und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.